Hallo liebe Leser, jetzt wird's wirklich ernst. Es geht jetzt um den ersten Beitrag auf unserer DVD. Und zwar ganz konkret geht es hier um unsere Anfängerrubrik. Wir haben ja in dem aktuellen Heft das Thema Vorfächer genauer behandelt. Und genau dazu möchte ich euch jetzt hier in diesem Beitrag ein paar weitere Tipps geben und euch anhand von Montagebeispielen auch zeigen, wie wir mit den Vorfächern umgehen und wie wir unsere Vorfächer so basteln, dass sie für die entsprechende Montage auch passt. Zunächst zeige ich euch die am häufigsten verwendeten Vorfachmaterialien, die wir zum Welsangeln einsetzen. Ihr kennt die bestimmt. Zum einen gibt es das monophile Vorfachmaterial und zum anderen arbeiten wir mit dem Geflecht. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile und ich möchte ganz kurz eben darauf eingehen. Bei dem Geflecht handelt es sich um ein sehr flexibles Material, was natürlich dem Köderfisch entgegenkommt. Immer da, wo wir möchten, dass der Köderfisch sehr, sehr quirlig arbeitet und ihn in seiner Aktion möglichst wenig einschränken wollen, nehmen wir das geflochtene Vorfach. Außerdem hat das Geflecht eine sehr hohe Tragkraft im Verhältnis zu seinem Durchmesser und es ist sehr leicht in der Anwendung. Das heißt, die Montagen können damit sehr, sehr einfach geknüpft werden und wir brauchen auch gar nicht so viel Zeit dafür. Die andere Möglichkeit ist natürlich die Verwendung von Monofil. Das Monofil ist im Vergleich zum Geflecht wesentlich steifer. Diese Steifheit bringt den Vorteil, dass man, wenn man jetzt im Stillwasser fischt oder bei relativ wenig Strömung, dadurch vermeiden kann, dass der Köderfisch ins Vorfach sich eindreht. Und dieses monofile Vorfach unterstützt auch so eine Art Stiff-Rig-Effekt, den man vom Karpfenangeln kennt. Stiff-Rig meint nichts weiter, als dass der Wels es nicht schafft, nach dem Einsaugen des Vorfachs schnell wieder auszublasen. Wir haben hier vielleicht etwas mehr Zeit oder der Haken hat etwas mehr Zeit umzugreifen. Ja, das sind im Prinzip schon die wesentlichen Vor- und Nachteile der beiden Materialien. Beide haben ihre Berechtigung. Sie werden auch beide von uns eingesetzt. Und im weiteren Verlauf dieser kurzen Sequenz werden wir euch anhand der Vorfachmaterialien zeigen, wie wir damit unsere Montagen basteln. Hallo liebe Leser, nachdem Sven euch gerade erklärt hat, welche verschiedenen Vorfachmaterialien es gibt und welche Vor- und Nachteile sie mitbringen, möchte ich euch das Ganze jetzt einfach mal direkt in der Praxis oder in der Umsetzung zeigen. Ich werde euch jetzt ein Standard-U-Posen-Vorfach binden, natürlich mit geflochtenem Vorfach und werde einfach zeigen, worauf ihr dabei achten müsst. Ich habe mir jetzt hier schon ein entsprechendes Stück abgelenkt. Ich arbeite da oft mit universellen Längen. Ich weiß ungefähr, dass diese Spannweite meine Körpergröße, also irgendwas über 1,90 beträgt. Das ist immer eine gute Länge. Dann hat man auch noch genug Spielraum, wenn man die Haken eingeknotet hat. Dann gehe ich direkt zu Anfang hin und binde am Ende des geflochtenen Materials einen Knoten. Der kommt jetzt gleich später zum Tragen, weil ich den Drilling nämlich mit einem No-Knot am Ende des Vorfachs befestigen werde und ich den Knoten, den ich jetzt gerade gemacht habe, hier zwischen den Schenkeln klemmen kann, sodass das Ganze schon eine gewisse Festigkeit erhält und ich jetzt einfach nur noch die Wicklung drüber legen muss. Wicklungen sollten schön eng gelegt werden. Wie viele ich lege, ist im Prinzip egal, ist reine Geschmackssache. Es sollten halt so viele sein, dass der Knoten eine gewisse Festigkeit erhält und wenn ich das gemacht habe, ziehe ich das Ganze wieder durchs Öhr zurück und habe jetzt quasi das Ende von meinem Vorfach schon fertig. Dann nehme ich den Einzelhaken, führe hier die Schnur, das ist ganz wichtig, von hinten durchs Öhr. Das ist eben deshalb wichtig, damit der Haken nachher in der richtigen Position zu der Vorfachschnur selbst steht und das entscheidet später, ob es einen guten Hakeffekt da gibt oder eben nicht. Jetzt schiebe ich den Haken auf den entsprechenden Abstand. Ich muss mich natürlich an meinen Ködern orientieren. Wir haben jetzt relativ große Köder. Und ich lasse jetzt hier auch noch extra ein bisschen Spiel drin. Nämlich das geflochtene Vorfach hat den riesengroßen Vorteil gegenüber dem Monofilen, dass ich das Ganze einfach dem jeweiligen Köderfisch anpassen kann. Das heißt, wenn das Vorfach zu lang ist, ist das gar kein Problem. Ich gehe einfach hin und umschlage mit der überschüssigen Schnur das Hakenöhr und kann so den Abstand super verkürzen. Und wenn ich dann später wieder einen größeren Köder verwenden möchte, wickle ich einfach wieder auf und mir steht mehr Schnur zur Verfügung, die ich einfach benutzen kann.
So, aber bevor das Ganze passiert, müssen wir den Einzelhaken jetzt natürlich erstmal befestigen. Ich bringe ihn, wie gesagt, in Position und fange dann auch an mit meinen Wicklungen. Also es ist ja immer eine Seite des Hakens, wo das Öhr anliegt, und ich versuche eben genau an der anderen Seite meine Wicklung anzusetzen oder meine Wicklungen zu beginnen, damit sich eben, wenn da später Druck drauf kommt, die Schnur nicht mit viel Kraft doch noch ins Öhr reinziehen kann oder sich vielleicht abscheren oder verletzen kann, sodass ich einen Fischverlust erleide. Deshalb die andere Seite. Jetzt lege ich eben auch mehrere Wicklungen und führe dann die Schnur wieder zurück von hinten durchs Hakenöhr. Und habe nun meinen Einzelhaken auch soweit befestigt. Gummis, wie sie Sven später beim monofilen Vorfach verwenden wird, um die Knoten zusätzlich zu schützen, verwenden wir hier nicht. Das hat sich nicht als viel vorteilhafter erwiesen, und deshalb machen wir das einfach auf ganz einfachem Wege. So ist das Vorfach auch irgendwo noch ein Stück dezenter und gibt uns einfach trotzdem ein gutes Gefühl. Ja, um jetzt die U-Pose anzubringen, brauche ich natürlich erstmal Stopper, damit ich die U-Pose später positionieren kann. Da gibt es hier unter anderem im Handel diese Gummistopper oder Silikonstopper. Die kann man hier bei Geflecht oder bei geflochtenem Vorfach sehr gut, ganz einfach auf die Schnur aufziehen. Ich stecke die Schnur durchs Öhr des Stopperschnürchens und brauche dann den Stopper einfach nur noch auf die geflochtene Schnur aufzuziehen. Das schiebe ich bis ganz runter, fädel dann meine U-Pose auf und fädel dann natürlich noch einen zweiten Stopper auf, damit ich die U-Pose auch an der Position halten kann auf dem Vorfach, wo ich sie für sinnvoll erachte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Abschluss, und den bildet hier einfach ein ganz normaler Schlaufenknoten. Ich lege mir da, in letzter Zeit habe ich mir das so angewöhnt, ich lege mir hier eine kleine Schlaufe, drehe die 1 zur 8 und schiebe die Schlaufe zurück, ziehe das Ganze fest. Und wer möchte, kann sich jetzt hier auch noch einen zusätzlichen Knoten auf das abstehende Ende machen. Das ist aber dann wirklich nur fürs Gewissen. Der hat wirklich, kann man so sagen, gar keinen Sinn. Eigentlich, aber wenn man davon besser schläft, dann sollte man es eben machen. Und so sieht das Ganze dann später aus. Geflochtenes Standardvorfach, U-Posenmontage. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, euch zu zeigen, wie ich das Vorfach aus dem monofilen Material baue. Und konkret werde ich euch jetzt zeigen, wie ich ein Kombi-Rig baue. Kombi-Rig heißt es aus dem Grund, weil wir hier die beiden Vorfachmaterialien, nämlich unser Geflecht und unser Monofil, miteinander kombinieren. Das heißt, wir verbinden die beiden Vorfachteile miteinander. Wie das geht, werdet ihr gleich sehen. Ich beginne mit meinem Stück der geflochtenen Schnur. Ich habe das abgelenkt, ca. 50 cm. Beim Ablenken solltet ihr ruhig etwas großzügig vorgehen, weil es ist unheimlich ärgerlich, wenn man nachher feststellt, dass der Hakenabstand nicht passt. Und man muss das ganze Vorfach eben dann nochmal neu machen. An dieses Geflechtstück werden die beiden Haken angeknüpft. Ich beginne mit dem Einzelhaken. So. Ich führe das Schnurende von hinten durch die Öse Richtung Hakenspitze. Ziehe das Ende etwas zurück. So. Der Hannes hat das schon erwähnt, es ist wichtig, wenn wir jetzt unsere Wicklung, also es handelt sich jetzt hier um den No-Knot-Knoten, wenn wir jetzt unsere Wicklung nach unten legen, sollten wir auf der gegenüberliegenden Seite der Öröffnung beginnen, damit eben nicht die Gefahr besteht, dass sich das Vorfach an der Öröffnung abschert. So, also, ich lege meine Windungen sauber nebeneinander. Über die Anzahl hat der Hannes auch schon etwas gesagt, es ist nicht entscheidend, ob das 5 oder 15 Mal passiert. Es sollten ausreichend viele Windungen gelegt werden, sodass der Knoten auch wirklich genügend Stabilität erhält. Wenn ich meine Windungen gelegt habe, führe ich das Schnurende erneut durch das Öhr zur Hakenspitze. Und bei dieser Kombi-Rig-Variante, wo ja quasi dieses Schnurende sehr kurz ist, habe ich mir angewöhnt, das sogar zweimal zu machen. Also ein zweites Mal gehe ich von hinten nach vorne zur Hakenspitze
hindurch, ziehe den Knoten fest und somit haben wir den Einzelhaken schon sicher mit dem Geflecht verbunden. Da es sich ja um das Kombi-Rig handelt, werde ich hier über diesen Knoten mein monofiles Schnurstück anbinden. Ich habe mir schon ein Stück Monofil abgelenkt, ca. 2 Meter. Hierfür lege ich die Schnurenden des Monofils entgegengesetzt. Das heißt, ein Schnurende zeigt nach links und das andere Schnurende zeigt nach rechts. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und jetzt wickle ich dieses lange Schnurstück um das kurze herum und ebenfalls auch wieder so um den Haken wickeln, dass ich eben gegenüberliegend der Öffnung beginne. Ich mache das jetzt mal einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich mache jetzt einfach mal 5 Windungen. Und jetzt merkt man schon wirklich die Schwierigkeit beim Monofil. Es ist deutlich schwerer jetzt, die Schnur so zu halten, dass sich der Knoten nicht von selbst wieder öffnet. Das heißt, ihr müsst unbedingt die Windungen festhalten und jetzt könnt ihr das kurze Schnurende nach hinten wegziehen. Macht das ruhig langsam und ohne Hast, dann passieren auch keine Fehler. Ich ziehe das lange Schnurende nach hinten weg und dann wird sich der Knoten zusammenziehen. Wichtig ist es, dass ich den Knoten jetzt noch wirklich unter Spannung bringe, ihn nochmal stramm zusammenziehe. Dafür ziehe ich an beiden Enden. Und ihr seht, jetzt haben wir das Monofile ganz sauber über unser Geflecht gelegt und festgebunden. Um diesen Knoten jetzt zu schützen, nehme ich da immer noch ein Stück Schleudergummi. Das schiebe ich jetzt oben drauf. Und dieses Gummi schützt und fixiert den Knoten nochmal zusätzlich. Jetzt mache ich den Knoten etwas feucht und schiebe das Gummi drüber. Das überstehende Stück Mono schneide ich ab. Und wir haben jetzt so eine sichere Verbindung von Monofil zum Geflecht. Der Haken ist eingebunden und es ist eine wunderbare Sache. Wir fischen ja mit dem Zwei-Haken-System. Möchte ich auch noch meinen Drilling einbinden. Auch da zeige ich euch, wie ich das mache. Man kann das jetzt natürlich auch mit Hilfe von einem No-Knot machen. Ich habe mir angewöhnt, das einfach mit einer ganz gewöhnlichen Schlaufe zu tun. Ich zeige euch, wie das geht und erkläre euch dann, warum ich das mache. Also, ich lege eine Schlaufe, lege mit der Schlaufe noch eine Schlaufe, die ich dann einmal eindrehe und schiebe dann das Schlaufenende hindurch. Es entsteht ein Achterknoten und den ziehe ich dann langsam zusammen. So, das ist meine Schlaufe. Damit, mit Hilfe dieser Schlaufe, binde ich jetzt meinen Drillingshaken oder wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch einen zweiten Einzelhaken einbinden, eben ein. Ich gehe mit der Öse durch das Hakenöhr und schiebe dann die Öse über alle 3 Hakenspitzen. Und ziehe das Ganze dann zusammen. So. Jetzt ist der Drilling eingebunden und da, durch diese Variante, habe ich jederzeit die Möglichkeit, meinen Haken auszutauschen. Wenn er zum Beispiel stumpf geworden ist oder wenn ich vielleicht aufgrund einer anderen Köderfischgröße einen kleineren oder einen größeren Drilling brauche, kann ich den mit dieser Variante ganz leicht austauschen und muss mir nicht wieder ein komplett neues Vorfach binden. Ich möchte euch jetzt mit dem Kombi-Rig eine spezielle Variante zeigen, die wir insbesondere bei der Winterfischerei anwenden, wenn wir kalte Wassertemperaturen haben und wenn wir die Waller sehr tief vermuten. Ich werde mein Blei, was ich für meine Montage benötige, direkt auf das Vorfach anbinden. Das hat den Vorteil, wenn das Blei sehr dicht an meinem Köder ist, hat dieser eben nicht die Möglichkeit, sich weit vom Grund zu entfernen. Und dafür muss ich auf mein Vorfach natürlich 2 Stopper montieren. Für das monofile Material hat sich bewährt, wenn man das mit überschlagenen Schleudergummis macht. Ich schiebe das Mono durch das Gummi, das Ende in der gleichen Richtung nochmal hindurch. Es entsteht eine Schlaufe. Jetzt ist es wichtig, dass ich das Ganze anfeuchte. Und dann muss es schnell zusammengezogen werden.
Durch dieses schnelle Zusammenziehen überschlägt sich der Gummi und dann kann ich ihn wirklich frei auf dem Vorfach bewegen und wir haben nicht das Problem, dass der Stopper jetzt das Vorfachmaterial beschädigt. So. Ich schiebe das jetzt auf den gewünschten Abstand nach unten, in dem später das Blei zum Köder bzw. Haken sich befinden soll. Als nächstes kommt das Blei auf das Vorfach. Der zweite Stopper, der oben drüber kommt, ist aus dem Grund wichtig, wenn wir den nicht nehmen würden, hätten wir das Problem, dass das Blei zum Wirbel hinrutscht und der Köderfisch sich weiter nach oben anheben kann. Und wenn wir grundnah fischen wollen, wäre das wirklich ein großer Nachteil. Also, wir fixieren das Blei wie eine U-Pose auch mit einem zweiten Stopper von oben. So haben wir jetzt, können wir jetzt verhindern, dass das Blei eben nach oben rutscht. So, zum Schluss zeige ich euch noch ganz kurz, wie wir den Abschluss nach oben zum Wirbel bauen. Es hat sich bewährt, das sogenannte Auge zu verwenden. Kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr schon drüber gelesen oder auch davon schon gehört. Ist ein Knoten, der kommt aus dem Hochseebereich und hat sich gerade für die Verwendung von monofilem Vorfach sehr bewährt. Der funktioniert wirklich ganz einfach. Ich lege eine Schlaufe, gehe dann mit dem kurzen Ende zweimal hindurch. Das entstandene Öhr kann ich etwas verkleinern. So. Und als Abschluss oder um den Abschluss zu bauen, lege ich eine weitere Schlaufe, drehe die einmal ein, so, und führe dann die Öse oder das entstandene Öhr von hinten nach vorne hindurch. Es entsteht wieder eine 8 und die kann ich dann langsam zusammenziehen. Jetzt ist wirklich schön, dass dieses Öhr, diese Öse sich frei bewegen kann. Hier ist nirgendwo die Gefahr, dass sich die Schnüre gegenseitig abquetschen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Drill, wenn wir richtig Druck auf der Schnur haben. Ja, unser Kombi-Rig ist somit fertig. Die Variante für tiefes, grundnahes Fischen im Winter haben wir heute Nacht übrigens auch gemacht. Hat funktioniert, das seht ihr vielleicht gleich im Anschluss noch. Mir bleibt jetzt nichts weiter, wie zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Kombi-Rig und weiterhin viel Freude am Wasser. So Leute, wie ihr seht, hat es heute Nacht richtig eingeschlagen. Wir haben zwei richtig schöne Fische gefangen, einen richtig guten, einen mittleren. Wir haben die Fische tief gefangen am Standplatz, wir haben 8 Grad Wassertemperatur, es geht jetzt wirklich dem Jahresende entgegen. Wir freuen uns riesig über die Fische. Einen Fisch haben wir gefangen auf das geflochtene Vorfach, einen Fisch haben wir gefangen aufs Mono-Vorfach. Das könnt ihr uns jetzt auch glauben oder nicht, es ist aber definitiv so. Das sind genau die Vorfächer gewesen, die wir euch auch gestern Mittag gezeigt haben. Und im Prinzip kann man nur sagen, wir hoffen, dass euch die Anfänger-Tipps-Rubrik, das erste Video, das wir für euch gemacht haben, gefallen haben, dass es euch was gebracht hat, dass ihr was mitnehmen könnt und drücken euch die Daumen, wenn ihr das Ganze in Zukunft am Wasser umsetzen möchtet und werdet. Und ja, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, Petri Heil, oder? Jawohl. Und noch ein kurzer Hinweis auf die nächste DVD. Da geht es ja mit den Anfängertipps weiter. In der nächsten Ausgabe wird der Hannes sich speziell mit dem Thema Köderfisch befassen. Er wird euch erklären, wann welcher Köderfisch Sinn macht, in welcher Situation man welchen Köderfisch am besten anbietet. Und natürlich ist zwar ein heikles Thema, aber wir gehen trotzdem darauf ein, wie wir die einzelnen Köderfische auch zu den bestimmten Gegebenheiten anködern. Das erwartet euch in der nächsten DVD. Zusätzlich natürlich auch wieder andere Fachbeiträge. Ich denke, seid einfach gespannt. Es wird gut, können wir euch versprechen. Wir sagen auf Wiedersehen vom Wasser und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.